Sie sind da. Bitte schön. Das Jahr nähert sich seinem Ende und viele Bundesbürger fragen sich, wie es denn um den aktuellen Kenntnisstand, was die Anschläge gegen Nord Stream 1 und 2 angeht, wie es da aussieht. Wie ist denn da der aktuelle Wissensstand der Bundesregierung, den sie öffentlich kommunizieren kann? Das ist der gleiche Stand, den wir immer kommunizieren. Da müssen Sie sich an die Bundesanwaltschaft, an den Generalbundesanwalt richten. Der hat die Federführung bei den Untersuchungen da und das ist seine Aufgabe und unsere nicht. Zusatz? Liegen der Bundesregierung denn zumindest Informationen vor, die es ermöglichen würden, ausschließen zu können, dass der Wertepartner in Washington dafür verantwortlich war? Da fällt mir jetzt nicht mehr viel ein, ehrlich gesagt. Diese Frage war doch relativ klar. Sie sagen, das ist Aufgabe des Bundesstaatsanwalts. Wenn Sie jetzt ein Narrativ produzieren wollen, ob wir davon ausgehen oder Hinweise davon hätten. Ich habe genau das Gegenteil erfragt. Manchmal fragen Sie das Gegenteil von dem, was Sie sagen wollen. Also ich würde das mit Abscheu und Empörung zurückweisen. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Und ich habe Ihnen gesagt, dass Sie hier versuchen, Narrative in die Welt zu setzen. Zweite Unterstellung? Ja, genau so arbeiten Sie. Und dann mache ich ja gerade deutlich, wie Sie arbeiten. Das ist insofern in Ordnung, wenn Sie das so kommentieren. Ich kann Ihnen nur sagen, die Bundesregierung hat überhaupt gar keine eigenen Hinweise, die sie hier teilen kann. Ich habe sie an den Generalbundesanwalt verwiesen und ich habe Ihnen mein Entsetzen darüber Ausdruck gebracht, was Sie hier versuchen, für Narrative in die Welt zu setzen. Ich wollte ja gerade ausschließen, aber gut. Gibt es weitere Fragen zum Komplex Nord Stream 2, 1? Sehe ich nicht. Dann